in großer Schleife um eine weiße Firnbüste gehängt. Was ich im Kopf habe, wenn ich jetzt noch auf jenem Gipfel stehen würde, was tun? Zu spät, um abzusteigen. Es dämmert schon in den Tälern und die Abendschatten strecken sich über ganze Gletscher, dann Knick in die senkrechten Wände hinauf. Was tun? Wir fliegen vorbei, man sieht das Gipfelkreuz, weiß, es leuchtet, aber sehr einsam, ein Licht, das man als Bergsteiger niemals trifft, weil man vorher absteigen muss, Licht, das man mit Tod bezahlen müsste, aber sehr schön, ein Augenblick, dann Wolken, Luftlöcher, die alten Südseite bewölkt, wie zu erwarten war, die Wolken wie Watte, wie Gips, wie Blumenkohl, wie Schaum mit Seifenblasenfarben. Ich weiß nicht, was Sabbat alles finden würde, es wechselt rasch, manchmal ein Wolkenloch in der Tiefe, ein schwarzer Wald, ein Bach, der Wald wie ein Igel, aber nur eine Sekunde lang. Die Wolken schieben sich durcheinander, Schatten der oberen Wolken auf den unteren, Schatten wie Vorhänge, wir fliegen hindurch, Gewölk in der Sonne vor uns, als müsse unsere Maschine daran zerschellen. Gebirge aus Wasserdampf, aber prall und weiß wie griechischer Marmor, körnig, wir fliegen hinein. Max Frisch im Originalton pur. Sie hören die Passage 2 zum 100. Geburtstag des Schweizer Autors am 15. Mai und im Anschluss an den Versuch Frischs, die Funktion von Literatur und literarischer Sprache zu umreißen, schien es mir zwingend, doch wenigstens ein Lesebeispiel in diese Sendung mit Gesprächs- und Redeausschnitten zu schmuggeln. Sie hörten aus einer der wenigen erhaltenen Lesungen mit dem Autor selbst eine auch durch ihre poetische Schönheit faszinierende Textprobe aus dem Bericht Homo Faber, dem meistverkauften Buch Max Frischs. Doch zurück zum gesellschaftlich engagierten Autor. Er äußert sich jetzt zu seiner Fragehaltung, zu seinem Verhältnis zum Mundart, zum seinerzeit provozierenden, witzig-subversiven Wilhelm Tell für die Schule und schließlich zeigen Ausschnitte aus den berühmten Reden Was ist Heimat? 1974 und Wir hoffen, 1976 bei der Entgegennahme des Friedenspreises des deutschen Buchhandels gehalten. Diese Reden zeigen ebenso die frappierende Aktualität von Frischs Gedanken und Formulierungen wie ihre ungemein zielsichere Verankerung in den damaligen Diskursen. Max Frisch im Originalton pur. Es gibt nur die schlicht und einfache Behauptung, es gebe eine Wahrheit und gegen die geht man an, indem man schreibt. Ja. Man fragt. Ich bin ja fast ein Spezialist auf Fragebögen geworden. Man soll mich selber fragen. Ich weiß die Antwort nicht, aber ich möchte es wissen. Man hat das Bedürfnis zu sagen, ich empfinde das und das so und so, aber ich habe so viel Erfahrung mit mir schon gemacht, dass ich weiß, vielleicht empfinde ich es eine Stunde später, wenn sie weg sind oder morgen oder in der Nacht, wenn ich aufwache, etwas anders und denke, es stimmt nicht ganz. So mache ich mit der Ironie ein kleines Zeichen, möge es wahr sein, was ich jetzt für wahr halte. Aber ich kann nicht mit Feuer und Schwert es behaupten. Ich meine es ernst, aber ich halte die Möglichkeit offen, dass ich mich revidieren muss und auch revidieren darf. Es ist sicher so, dass ich nicht zu den Schriftstellern gehöre, die eine fertige Botschaft abliefern. Da kann man einverstanden sein oder nicht, sondern eben einer, der sich selber befragt, der auch zeigt, dass er unsicher ist, der manchmal sehr rabiat sicher ist und nachher sanft sicher ist, was auch schon eine Abstufung ist. Ich zeige Ihnen meinen Zorn oder ich zeige Ihnen meine Fröhlichkeit und das nächste Mal treffen Sie mich und es ist umgekehrt. Ich bin nur bitter oder ich bin sehr traurig und so weiter. Das heißt, dass man einen Partner hat, der auch lebt und der nicht unterrichtet, predigt und so weiter. Ich fände es eine ganz große Verarmung, wenn ich die Mundart nicht hätte. Ich spreche sie sehr gerne.
Und zwar vielleicht darum, weil es nicht eine literarische Sprache ist, also man ist weniger dem literarischen Plagiat ausgesetzt. Um das an einem sehr konkreten Beispiel darzustellen, ich glaube, Beispiel Zärtlichkeiten, Liebeserklärungen in der Mundart können überraschend viel echter sein, weil nämlich keine Vorbilder vorliegen. Wir zitieren nicht Goethe oder Mörike. Und sie ist unmittelbarer. Dann ist die Mundart, hat den ungeheuren Vorteil, dass es eine konkrete Sprache ist, wenn ich so sagen darf, eine Bauernsprache, also nicht mit irgendeinem Negativen oder Handwerkersprache, der ich weiß für viele Dinge mundartlich mehr Wörter, um etwas zu bezeichnen, wie sich ein Tisch sinnlich anfühlt, wenn wir hier etwas ausgießen, wie sich das anfühlt. Im Deutschen, sie ist unbeholfen im Theoretischen, im Philosophischen. Dann für den Schriftsteller ist es ganz entscheidend, wenn ein Schweizer schreibt Schriftsprache, so weiß er schon, dass er nicht einfach so schreibt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sondern er hat zu tun mit einem Kunstmaterial. Ist dadurch ungeheuer viel aufmerksamer. Und was immer man über die schweizerische Literatur sagen könnte, sie ist sprachlich immer hervorragend gewesen. Ob sie Keller nehmen, ob sie Walser nehmen, weil wir sehr wach sein müssen mit der anderen Sprache. Also für den Schriftsteller ist das Spannungsverhältnis Schriftsprache und Mundart eine Anstrengung und eine produktive Anstrengung. Wir wissen längst alle, dass die Tellerfigur keine historische Figur ist. Sie ist eine mythische Figur. Und auch wenn sie eine historische Figur wäre, so wäre sie offen für verschiedene Interpretationen. Ne? Sie ist aber nicht einmal eine historische Figur. Das ist einfach eine andere Lesart von diesen wenigen Fakten, wo wir aus der Entstehungsgeschichte von der Eidgenossenschaft überliefert haben. Es ist, wie wenn Sie 7 Punkte haben und zwischen diesen 7 Punkten können Sie nicht nur 2 Geschichten, sondern können 700 Geschichten zwischen ihnen erfinden. Die eine Version und Interpretation, die existierende, eine verfestigte Interpretation, die aufzulösen und in Frage zu stellen. Ne? Es kann auch anders gewesen sein. Ne? Nur mal das. Es geht ja nicht darum, einen Mythos kaputt zu machen. Ein Mythos ist etwas Wunderbares. Ein Mythos ist auch nicht von so einem Büchlein kaputt zu machen, das ist ja ganz klar. Aber die Nutzanwendung vom Mythos, nicht? Und die ist nun schon politisch sehr interessant. Was macht das mit dem Schiller, der noch gescheit war, auch ungeheure Mühe gemacht, wie man aus dem Brief und allem weiss, dass der Tell die absolut anti-eidgenössische Figur ist. Er ist der, der an der Versammlung nicht mitmacht, sich an allgemeinen Plan nicht hält, sondern aus seiner eigenen Wut persönlich auf eigene Faust und Armbrust vorgeht. Hätte die ganze Aktion von der Befreiungstat nicht, vom Aufstand ungeheuer können gefährden. Nicht? Er ist der Unterschied zum El-Fatah-Täter. Ist tatsächlich sehr gross, aber es hat ihn bisher mir niemand genannt. Die El-Fatah-Täter sind politische Mordtäter, nicht? Auf ein Ziel hin. Und der Wilhelm Tell, wie er überall geschildert ist, ist ein Mann, der sich persönlich beleidigt fühlt und persönlich zum Meuchelmord übergeht. Und das als Nationalheld finde ich, sagen wir mal, untersuchenswert. Ich bin ganz sicher, dass das Bedürfnis nach Heimat besteht. Das haben wir alle. Die Frage wird immer sein, was wir unter Heimat verstehen. Und dort fängt dann eigentlich die Auseinandersetzung an. Ich erinnere mich natürlich noch an die Zeit, also 30er Jahre, Nazi-Zeit, wo Heimat richtig geografisch verstanden wurde, also das Territorium Schweiz, das vor dem Nazismus zu schützen sei und so weiter. Und damit war ich auch voll und ganz einverstanden. Und da fällt mir übrigens gerade der Albin Zollinger ein, der auch so entschieden sich dafür eingesetzt hat. Heimat ja, Heimattümerlei nein. Jetzt sind wir in einer Zeit auch wieder, wo sehr stark Heimattümerleien kommen. Ich kann also auch nicht sagen, was ich unter Heimat verstehe. Ich kann sagen, das klingt sehr negativ, ich würde nie behaupten, meine Heimat ist die Schweiz ist meine Heimat. Zu meiner Heimat gehört die Sprache und damit auch die Mundart. Aber die deutsche Sprache sehr. Es gehören gewisse Menschen, es gehören Landschaften. Bei mir die Landschaft um Zürich, also Landschaften, wo man die ersten Erfahrungen gemacht hat. Schule, erste Ausgehen mit Mädchen
und die Abenteuer, das kann ich ja, wenn ich nachher nach Australien gehe, kann ich dort ein Geschäftsmann sein oder ein Professor sein, aber ich kann dort nicht mehr die Kindheit haben. Und somit ist es an einen Ort gebunden. Dann aber gehören sicher zur Heimat auch Landschaften, die jetzt außerhalb unseres Landes sind, zum Beispiel Nordsee-Landschaften. Wenn ich dahin käme jetzt, habe ich ein Gefühl von Vertrautheit, schon ich kein Norddeutscher bin. Dann einzelne Menschen. Also es ist ein sehr zusammengesetztes, wichtiges Phänomen. Und wir sind sicher einig, dass es ein großer Unterschied ist, wenn wir Heimat sagen und Vaterland sagen. Das Vaterland hat eine Fahne. Das Vaterland begegnet uns am liebsten mit Forderungen, nach Opfern, auch schön fürs Vaterland zu sterben. Heimat ist etwas Mütterliches, etwas, was uns aufhebt. Nun ist die Frage dann, was würde man machen, wenn man sich in einem Land auch daheim fühlt und das Land würde einen nicht anerkennen? Das ändert eigentlich nichts daran. Nicht? Wenn Sie jetzt an die Emigranten denken, die Deutschland verlassen mussten, verhasst, verpönt, gehetzt, blieb Deutschland für sie Heimat. Also die Heimat selber kann nicht darüber bestimmen, ob ich sie als Heimat empfinde oder nicht. Trotzdem zögere ich zu sagen, meine Heimat ist die Schweiz oder die Schweiz ist meine Heimat. Andere sagen Schweiz und meinen etwas anderes. Unsere Verfassung bestimmt nicht, wer eigentlich zu bestimmen hat, was schweizerisch oder unschweizerisch ist, wer bestimmt? Die Bundesanwaltschaft, der Stammtisch, der Hochschulrat, die Finanz- und ihre gediegene Presse, die Schweizerische Offiziersgesellschaft. Heimat. Ist Heimat der Bezirk, wo wir als Kind und als Schüler die ersten Erfahrungen machen mit der Umwelt, der natürlichen und der gesellschaftlichen, ist Heimat infolgedessen der Bezirk, wo wir durch unbewusste Anpassung, oft bis zum Selbstverlust in frühen Jahren, zur Illusion gelangen, hier sei die Welt nicht fremd, so ist Heimat ein Problem der Identität, das heißt ein Dilemma zwischen Fremdheit im Bezirk, dem wir zugeboren sind, oder Selbstentfremdung durch Anpassung. Das Letztere, es gilt für die große Mehrheit, braucht Kompensation. Je weniger ich infolge Anpassung an den Bezirk jemals zur Erfahrung gelange, wer ich bin, umso öfter werde ich sagen, ich als Schweizer, wir als Schweizer und so weiter. Umso bedürftiger bin ich, als rechter Schweizer im Sinne der Mehrheit zu gelten. Identifikation mit einer Mehrheit, die aus Angepassten besteht, als Kompensation für die versäumte oder durch gesellschaftlichen Zwang verhinderte Identität der Person mit sich selbst, das liegt jedem Chauvinismus zugrunde. Chauvinismus als das Gegenteil von Selbstbewusstsein. Der primitive Ausdruck solcher Angst, man könnte im eigenen Nest der Fremde sein, ist die Xenophobie, die so gern mit Patriotismus verwechselt wird. Zu fragen bleibt also nach unserem politischen Umgang mit der Utopie. Beginnen wir mit der Freiheit. Sicher in der Verneinung jeder Art von Diktatur, sowohl einer sogenannten Diktatur des Proletariates als auch einer Diktatur der Besitzenden, die sich freilich nie so nennen wird, bin ich Demokrat, als Demokrat nicht euphorisch. Demokrat ist man in der Hoffnung, dass Herrschaft in rationale Autorität überführt werde. Wir brauchen den Staat, nicht seine Vergötzung als Obrigkeit, was ein Relikt feudaler Herrschaft ist. Man weiß es, je mündiger wir wären, umso weniger Staat wäre vonnöten. Schon das macht den Staat zum steten Ärgernis. Seine Notwendigkeit verweist auf unseren Mangel an Solidarität, unsere Unzuverlässigkeit, unseren Mangel an Vorstellungskraft, wie mein Tun oder Lassen sich für die Nachbarn auswirkt oder für die Nachkommen. Der Grund, warum ich als Demokrat nicht euphorisch bin, ist dieser.